Bismillahirrahmanirrahim. Eines Tages saß Amirul Mu'minin Ali al-Salam mit seinen Gefährten und seine Gefährten fragten ihn: Ja, Amirul Mu'minin, wo wärst du lieber? Wärst du lieber im Paradies oder wärst du lieber in der Moschee? Und er antwortete wie folgt: Er sagte, ich wäre lieber in der Moschee als im Paradies. Seine Gefährten wunderten sich und fragten: Wieso? Und er sagte folgendes: Er sagte, wenn ich im Paradies sitze, so bin ich zufrieden, weil ich habe, was ich will. Aber wenn ich in der Moschee sitze, so ist mein Herr von mir zufrieden. Das ist eine so wunderschöne Aussage, von der wir lernen, dass das, was zählt, die Zufriedenheit Allahs ist. Unser Führer, Amirul Mu'minin, Ali alayhi salam, hat Allah subhanahu wa ta'ala so sehr geliebt, dass die Zufriedenheit Allahs höher bei ihm gewertet wurde, als seine eigene Zufriedenheit. Inshallah lernen wir daraus auch bei uns. Assalamu alaikum wa rahmatullah.